Das geht nicht nur mir, sondern das geht vielen Deutschen tatsächlich ganz, ganz tief. Tief empfundenes Mitleid, tief empfundene Scham für das, was passiert ist. Aber ich bin froh, dass die Brüder Meyer uns die Hand reichen. Bei Srimo Steinbe, Oktober 1100, bei ihm, bis morgen über Boker, Gurasno mi Beteino im Kol Judea iso. Freitaya ben Achadisre, Aniaiti ben Schmone. Said to me, yeah. Take care, Heinz. Would it be nice to grow up here as a local kid? Hadn't the local kids put it through hell for being Jewish? Was euer Vater da macht und was die Nazis da machen mit den Juden, das ist ja furchtbar. Hat so richtig geschimpft bei mir. Es ist schrecklich, was passiert ist, aber sie haben keinen Hass. Sie sind für Versöhnung. Und das ist, denke ich, die Grundlage besseren Verstehens in dieser Welt. Everything right? Oh, wonderful. Ja, das war. Die Evangelische Landessynode in Baden hat im Jahr 1984 eine Synodalerklärung verabschiedet, die sich mit dem Thema Kirche und Israel beschäftigt. In dieser Erklärung werden die Gemeinden dazu aufgerufen, Kontakt zu ihren ehemaligen jüdischen Mitbürgern zu suchen. Als diese Erklärung im Bezirk Sinsheim im Pfarrkonvent behandelt wurde, war Herr Schuldekan Lohrbecher bei uns. Und er nahm mich am Schluss des Pfarrkonvents auf die Seite und sagte: Wissen Sie, dass es aus Hoffenheim noch zwei Überlebende gibt? Einer davon, Menachem Meyer, ist derzeit in Paris und ist für die jüdische Schulausbildung in Frankreich zuständig. Ich kam heim und rief in Paris an, wahrscheinlich wenige Stunden später, und fuhr dann zwei Wochen später zu Menachem nach Paris, weil ich mit ihm Kontakt aufnehmen wollte. Er empfing mich sehr freundlich und sehr erregt. Menachem zeigte mir 20 Briefe seiner Eltern aus den Konzentrationslagern Gurs und Rivesalt, die sie den Kindern geschrieben hatten. Ich bat ihn, ob er mir einen mitgeben könnte. Er gab mir alle mit. Über dieses Vertrauen war ich erstaunt. Wieder zu Hause haben wir diese Briefe, die in Zitterlin und in alter deutscher Schrift geschrieben waren, ins Reine geschrieben und haben dann begonnen, über die Juden in Hoffenheim eine Nachforschung zu machen. Ludwig Streib, ein Theologiestudent aus Hoffenheim, hat dann eine Arbeit geschrieben über die Geschichte der Juden seines Dorfes. Die kam natürlich auch nach Israel. Und als dann Menachem und Fred pensioniert waren, schrieben sie alles das, was sie wussten, ihre Lebensgeschichte in das Buch, das sie nannten »Blühen bei euch die Bäume, bei uns sind keine«. »Are there trees in bloom over there?« Dieses Buch wurde zunächst in Jüdisch und später in Englisch herausgegeben. Menachem schickte mir eine englische Version. Diese verteilte ich in Hoffenheim und bat um Unterstützung, um sie ins Deutsche zu übersetzen. Als keine Reaktion kam, fragte ich den Ortspfarrer Werner Bär, was denn in Hoffenheim los sei. Er sagte,
In dem Buch steht der Name von Emil Hopp. Emil Hopp, der Vater von Dietmar Hopp, war SA-Chef in Hoffenheim und hatte die Zerstörung der Synagoge mitgeleitet. Du musst mit der Familie Hopp sprechen, sagte er zu mir. Über Bekannte wurde ein solches Gespräch vermittelt und ich hatte natürlich auch Angst, wie die Familie Hopp reagieren würde, wollte aber dieses Buch auf jeden Fall in Deutsch herausbringen. Die Familie Hopp reagierte erstaunlich freundlich. Sie sagten, sie hätten das Buch gelesen und würden mir gerne bei der Herausgabe helfen. Zunächst war die Diskussion, ob der Name von Emil Hopp im Buch drin bleibt, aber sie haben sich dann doch dazu bereit erklärt, dies zu akzeptieren. An Weihnachten 2004 sagt mir Dr. Rüdiger Hopp, er ginge über die Feiertage zur Wohnung seines Bruders nach Florida. Ich sage zu ihm, dort wohnt doch auch Fred Rames. Daraufhin kam es zu einem Besuch, zu einer Begegnung der beiden in Sarasota. Aus dieser Begegnung wurde eine dauerhafte Freundschaft, die bis heute andauert. Die Familie Hopp, alle drei Kinder von Emil Hopp, haben sich bereit erklärt, eine Gedenktafel für die deportierten Juden aus Hoffenheim zu spenden. Rüdiger und Dietmar Hopp beschlossen dann auch, die übrig gebliebenen Angehörigen der Juden einzuladen zu einem Treffen in Hoffenheim, wo die Gedenktafel eingeweiht und das Buch vorgestellt wurde. Dieses Treffen fand am 6. November 2005 statt. Seither besteht diese Freundschaft weiter und der Film zeigt Ausschnitte aus diesem Treffen, Ausschnitte dieser Freundschaft und die Vorgeschichte.